Was soll ich? Ich soll was besiegen? Was ist das? Robocop? Tolle Idee, die zu besiegen. Zum Glück ist die recht langsam, aber ich hab noch keine Ahnung, wie wir jetzt gegen die vorgehen können. Ich weiß. Ja, ja, ja. Also ich bleibe erstmal in Deckung, weil ich versuche hier irgendwie so einen taktischen Vorteil rauszuholen. Wo ist sie denn? Na super. Jetzt weiß ich auch, warum hier so viel kaltes Buffet rumlag. Ach, fuck, 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 fuck. Go, 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 go! Oh. Schafft man diese Dinger hier nicht weg? Yeah. Weg von dem Fass. Ach du Scheiße. Toll, dass die Granaten auch alle abprallen an dem Viech. Nein, kein Minipack. Oh, 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 oh. Da hinten liegt eins. Scheiße. Nein. Go, 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 go. So, Weste und Rüstung wieder auf vollem Niveau. Voll Energie und fertig ist die Ramrod Infanterie. Yeah. Nein. Ich verwechsel immer die Tasten. Wie viel steckt das Mistvieh eigentlich noch ein? So, auf jeden Fall sieht er schon angeschlagen aus. Wo ist er denn? Ja! Victory! Kaltes Buffet! Warmes Buffet! Lauwarmes Buffet? So, das war das. Können wir jetzt bei den freundlichen Leuten hier noch ein bisschen was einsacken? Die schlafen so friedlich, da will ich die gar nicht stören. Ob da jetzt doch noch Soldaten kommen irgendwann? So, haben wir alles? Nee, eins, zwei, irgendwas muss noch passieren. Da ist noch ein drittes.
Schutzweste ist auch okay. Schade, würde ich alles gerne mitnehmen, so auf Vorrat. Aber der Held, das ist ja so ein schwachbrüstiger Schwachmat. Der kann gerade mal einen Eimer Lakritze tragen, außer Metro, und das war's dann auch. Tja, sind das jetzt alle Ventile gewesen, oder wie, oder was? Ich sehe hier sonst keins. Na, dann mal auf! Ich habe etwas gefunden. Ich glaube, es ist... Beckett, Gott sei Dank, du lebst. Unkraut vergeht nicht, Stokes. Er ist hart wie ich. Beckett, Keegan und Manny sind unterwegs. Wir wollen uns beim Stadion treffen, aber hier draußen herrscht Chaos. Wir müssen also improvisieren. Sie sind aus der unterirdischen Anlage entkommen und haben Kontakt zu Lieutenant Stokes und Sergeant Griffin aufgenommen. Ihre Befehle lauten, beim Treffpunkt am Stadion zu ihrem Team zu stoßen. Sergeant Keegan und Sergeant Morales sind mit einem APC unterwegs dorthin. Tja, APC ist wahrscheinlich absolut peinliches, Schweigen, um die Leertaste zu drücken, weil mir nichts einfällt auf C. Was war das überhaupt für ein Laden? Ein Krankenhaus war das jedenfalls nicht. Keine Ahnung, Top. Ich bin froh, draußen zu sein. Die Anlage ist Teil von Projekt Harbinger, um Kandidaten wie Sie zu Replika-Commandern zu machen. Hat leider nicht sehr gut geklappt, nicht wahr, Sergeant Beckett? Sie belauschen uns immer noch? Klappe und zuhören, ihr Süßen. Genevieve Aristide denkt, sie könne Alma kontrollieren, aber das wird nicht klappen. Alma ist zu stark, um sie zu benutzen. Von Anfang an, denke ich. Also, was machen wir jetzt? Vernichten Sie sie! Wie? Das klären wir später. Jetzt müssen wir erst einmal den Treffpunkt erreichen. Schlagt euch zum Stadion durch, dann sehen wir, wie es weitergeht. Wir sollen uns durchschlagen. Durchgeschlagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Freunde, aber mich verstört ja so ein bisschen, dass es hier wieder ab und zu so flimmert. Im Interface. Flimmert es im Interface? Gibt es so gleich In-Your-Face Productions. Wo müssen wir denn hin? Durchgeschlagen haben wir uns. Das heißt, die Mission ist ja bravourös erledigt. Wo sind wir hier überhaupt? Mistvieh! Das ist mein Müll! Ach, Leiter. Leider sah ich die Leiter nicht sofort. So, wieder Putzkommando spielen hier. Das Radio sieht da hinten viel besser aus. Das gefällt mir ganz gut. Das hat so ein bisschen Sims-Atmosphäre. Und jetzt für alle Katzenfreunde. Want to play with us? Oh, guck mal, wie süß die alle sind. Oh. Das war völlig aus Versehen. Wie konnte das geschehen? Ich habe so nervöses Zucken heute. So, gibt's hier noch irgendwas? Da ist eine Tür und da ist eine Tür. Und ein Schild. This department has worked 3 days without loss of life. Best previous record 17 days. 3 Tage ohne tödlichen Unfall. Ich habe das Gefühl, da kann jemand nicht parken. Was war das? Was war das?
Hier spricht der Kapitän. Der Flug 372 wird heute mit einer halben Stunde Verspätung landen, dafür aber genau in der Ortsmitte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Christ. Ah ja. So, ich habe das Gefühl, da sollen wir lang. Oder? Ach, das war bestimmt eine Fahrschule, das sehe ich ja sofort. Der ist doch bestimmt nur falsch abgebogen. So, hier führt eine Tür nach draußen. Das heißt für uns, wir nehmen die natürlich nicht, sondern gucken vorher mal ganz gemütlich da drüben die andere rote Tür an. Denn zum Glück ist ja niemand neugierig, was da draußen jetzt auf uns wartet. Es sieht auf jeden Fall vertrauenserweckend aus, wenn ich das mal zeigen darf. Das ist so eine kleine Sommerresidenz auch da draußen. Das sieht sehr malerisch aus. Das ist so eine kleine Vorstadt hier mit Blümchen und Frohlocken und hast du nicht gesehen. Ah. Naja, immer eine Granate. Und ein paar Kisten, da darf man nicht meckern. So, und jetzt die Arschbacken zusammenkneifen. Und mal gucken, was da draußen auf uns wartet. Obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht so heiß bin, das rauszufinden, aber es sieht ultra geil aus. Ich stehe voll auf diese apokalyptischen Städte. Überhaupt, Apokalypse, super Sache. Ach, ich glaube, wir sind doch bestimmt jetzt da. Was? Hallo? Was ich gerade sagen wollte, wir sind doch jetzt bestimmt da. Wo in 4.1 die Bombe geplatzt ist. Was war das denn? Also die Explosion, für die Leute, die 4.1 nicht mitverfolgt haben, die hat man ja bei 4.2 am Anfang auch gesehen. Das war das Ende von 4.1 und ich fürchte, wir befinden uns jetzt... Wir befinden uns jetzt in der Twilight Zone. Beziehungsweise dort, in der Stadt, wo die Bombe hochgegangen ist. Abschnitt 04. Zerstörung. Entschuldigung, darf ich Sie mal kurz zerstören? Ach du Scheiße. Boah, wie geil sieht das denn bitte aus? Oder sag doch mal was. Das sieht da wohl ultra geil aus. Und die Ampeln funktionieren sogar noch halbwegs. Zumindest leuchten die. Ich fühle mich auch total geborgen und sicher übrigens. Ich bin total heiß drauf, hier rumzulaufen. Oh. Hey, cooler Move, Alter. Breakdance? Oh. Oh, junge Frau, sind Sie hingefallen? Darf ich Ihnen kurz helfen? Oh. Na. Na. Verdammt. Spüre mein Zorn, menschliches Wesen. Verdammt. So. Ach Mensch, das ist doch der Bus, den ich nehmen muss. Ach, das ist ein LKW, verdammt. Hilfe? Ja. Ach du Scheiße. Und da oben wollte ich mir neulich noch eine Wohnung angucken, die frei war. Ja gut, die Kaution war eh zu hoch. Aber andererseits, ich würde mal vermuten, jetzt sind viele Wohnungen hier frei. Aber ich glaube, jetzt gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten und Schulen mehr in der Nähe.